Ich wollte euch mal ein Tutorial zeigen, wie man bei einem Video ein beliebiges, also ein Thumbnail macht, einen beliebigen Teil eines Videos. Dann sieht man hier in dem Video, sieht man den einen Zufallsgenerator, der einen Block breit ist, und ich will ja ein neues Thumbnail einfügen. Was ich dafür bräuchte, ist erstmal den perfekten Videozeitpunkt. Hier ist gerade Telefon. Ich kann weiter aufnehmen. Wie wollte ich euch, was dieses hier, wollte ich hier machen? Ja. Und das hier, dieses Thumbnail, das wollte ich ja haben. Also dieses Video hier. Dann macht man am besten erstmal, also bei dem Moment stoppt man, voll will, und wartet ein bisschen, bis es hier weggeht. So, und diese, ja, es geht nicht weg, aber man muss dann, Windows 8 habe ich ja. Windows-Taste und drückt jetzt Abruf, weil da macht er einen Screenshot. Der Screenshot, der, dann kann man den Screenshot hier, findet man unter Bilder, dann ist im Ordner Screenshot und dann hier Screenshot 5. Hier Screenshot 5, was ist dieses hier? Das könnte ich dann als Thumbnail verwenden. Die Größe ist nämlich hier 786 Kilobyte. Das geht ja noch, weil es darf maximal 2 Megabyte. Und da will ich dieses Video hier Informationen Einstellungen sehen. Und dann hier Benutzer definiertes Thumbnail. Gehen wir hier auf Benutzer definiertes Thumbnail. Dazu muss man erst vorher sein Konto verifizieren. Und dann sucht man hier, wo was gespeichert ist. Findet man in der Regel unter Bilder, Screenshots und dann hier Screenshot 5. Und jetzt wird das hier abgeloadet und wird dann als Screenshot gezeigt. Das hier ist hier mein Video und das wird erstmal geuploadet. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Schöne weitere Tage, ihr YouTuber. Und dann kommt hier ein Ansignal her.